Giganten aus einer anderen Zeit und das zum Anfassen. Kein Wunder, dass ein solches in Österreich einzigartiges Konzept bei Kindern und auch Eltern hervorragend ankommt. Show ist ein kulturelles Live-Erlebnis für Kinder und Erwachsene. 12 verschiedene Riesenechsen erwachen zum Leben und die kleinen Besucher können die Dinos nicht nur anfassen, sondern auch füttern. Wir präsentieren Dinosauriers, wir werden sie lebendig machen, wir werden sie mit den Kindern nach vorne holen, einfangen. Wir haben verschiedene Dinosauriers dabei, einen T-Rex, einen Spinosaurus, einen Diplodocus-Babys. Es ist ein sehr, sehr schönes Programm für Groß und Klein. Wir haben eine Information, es ist sehr lehrreich. Wir erzählen über Dinosaurier, wir holen sie nach vorne. Es ist sehr, sehr schön. Schaut mal, ein Diplodocus-Baby. Aber Kinder, sag mal, wer weiß denn, was ein Diplodocus-Baby gegessen hat? Ein Pflanzenfresser, richtig. Woher kommt denn diese Idee? Als Kind habe ich mal einen Dino-Park gehabt. Und dann haben wir das gedacht, ich werde das mal vergrößern. Dann haben wir das mal gesehen bei meinem Cousin. Dann haben wir uns auf die Idee gemacht, das auch nachzumachen. Wir sind auch natürlich Mitbewerber. Und wir sind jetzt einzigartig hier in Österreich, die Dinosaurier im Land der Giganten. Wie funktioniert so ein Programm denn? Wie lange dauert die Vorbereitungszeit unter anderem? Gut, wir sind mit mehreren Leuten hier. Wir haben 2 Stunden Aufbau. Wir haben 22 Dinosauriers mitgebracht. Und natürlich, wir sind ein großes Ranger-Team, ne? Zu diesem Team zählen auch die beiden Nachwuchs-Ranger, Jaden und Naomi, die schon Teil der Show sind. Wir finden es sehr gut und wir sind auch sehr große Dinosaurier-Fans und das magen wir auch. Und ja, wir freuen uns, dass wir manchmal auch mitmachen dürfen und wir machen sehr viel mit. Das ist ein Dino, da ist Velociraptor und ich gehe immer da rein und ich mache auch Dino-Show mit meinem Vater. Meine Kinder haben mich natürlich begeistert. Mein Kleinster ist ein totaler Dino-Fan, der hat sich immer dran gehalten. Und dann haben wir das halt gesehen, wie gesagt, und dann haben wir das Ganze vergrößert. Ne? Und dann sind wir in die USA geflogen, haben diese Dinosaurier gesehen, haben uns gedacht, die holen wir nach Europa und nach Österreich. Angst braucht man übrigens keine haben, auch wenn viele Schilder vor der Gefahr warnen. Wir gehen natürlich auf alle Kinder ein. Klar gibt es 1, 2 kleine Kinder, die haben Angst. Aber nach der Veranstaltung zeigen wir natürlich wieder die Kinder die Kostüme. Aber bis jetzt hat selten Kinder Angst gehabt. Nein, wir haben keine Angst. Es sind ja auch nur Stoffdinosaurier und so.